Willkommen zur Mass Effect Andromeda Preview-Reihe von RPG Guides, in der ich euch die wichtigsten Aspekte des Spiels näher bringen möchte. Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Release des Spiels, dennoch hält sich BioWare mit den Informationshappen ziemlich zurück und deswegen möchte ich das, was es bisher an bekanntem Material gibt, hier in diesen Videos zusammenfassen. Das Thema dieses Videos soll es sein, sich um die Squads zu kümmern, also die Gruppenmitglieder, die euch zur Verfügung stehen und wie die gehandhabt werden können. Und damit möchte ich direkt mal zur schlechten Nachricht kommen. Nach 7 Squad-Mitgliedern in Mass Effect 3 und 10 in Mass Effect 2 stehen euch in Mass Effect Andromeda noch weniger zur Verfügung. Es sind leider nur 6. Aus diversen Quellen während des Entwicklungszykluses haben wir erfahren, dass es mal 7 sein sollte. Das salarianische Gruppenmitglied ist leider über Bord gegangen. Die 6 Mitglieder, die es nun geworden sind, möchte ich euch einmal in alphabetischer Reihenfolge vorstellen. Die erste im Bunde ist somit Cora Harper. Der Name setzt sich aus 2 Bestandteilen zusammen, also zum einen Cora, was Maiden oder Jungfrau bedeutet. Und Harper ist interessanterweise der gleiche Nachname wie bei Jack Harper, den wir aus Mass Effect 2 und 3 als den Unbekannten oder den Elusive Man kennen. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Jack Harper vor dem ersten Kontakt der Menschheit mit Außerirdischen sich tatsächlich um Familienleben gekümmert hat und dann erst sich dem Cerberus-Aufstieg widmete. Wenn Cora also tatsächlich seine Tochter wäre und zum Zeitpunkt des ersten Kontakts geboren worden wäre, dann wäre sie jetzt tatsächlich Ende 20 bis Anfang 30, was ungefähr passen würde. Von ihrer Militärkarriere her können wir aber sagen, dass Cora Harper auf alle Fälle nicht für Cerberus direkt gearbeitet hat. Es ist also nicht klar, ob da ein Kontakt besteht. Bekannt hingegen ist, dass Cora Harper für den männlichen, also Scott Rider, Hauptcharakter in Mass Effect Andromeda als Romanze zur Verfügung steht. Cora hat während ihrer Militärkarriere mit Asari-Kommandos, den Talens Töchtern, gedient und lässt sich als Vanguard spezifizieren, also als Frontkämpferin. Sie besitzt somit sowohl Kampf- als auch biotische Fähigkeiten. Wir haben auch einen kleinen Einblick in ihre Fähigkeitenpalette erhaschen können, wozu zum einen Charge oder Biotic Charge zählt. Dabei schnellt sie auf einen Gegner zu und stellt am Ende des Sprints sowohl Stärke als auch Schildkapazität wieder her. Die Fähigkeit kann für Kombinationsangriffe genutzt werden, was ich später noch erläutern werde. Als zweite Fähigkeit besitzt sie Nova, was so eine Art kinetischer Schlag ist, also ein Schlag auf dem Boden, der Gegner wegfegt. Und als dritte aktive Fähigkeit hat sie Schildboost. So eine Fähigkeit haben wir im Mass Effect 3 Multiplayer Modus schon mal an dem Volus Charakter gesehen, aber die scheint wohl hier in Mass Effect Andromeda anders zu sein. Die Fähigkeit stellt sich im Spiel als blauer Schild dar, auf geringem Abstand, mit dem scheinbar auch Gruppenmitglieder kurzzeitig geschützt werden können. Was etwas verwirrend ist, ist, dass die Fähigkeit in Coras Übersicht orange dargestellt wird, was eigentlich auf eine Tech-Fähigkeit hindeutet und somit nicht mit dieser biotischen Fähigkeit einhergeht. Ich kann leider nicht sagen, was genau dahinter steckt und genauso wenig kann ich die letzten beiden passiven Fähigkeiten von Cora erläutern, das Asari-Kommando sowie Offensive Training. Insgesamt wirkt Cora auf mich zumindest wie eine Mischung aus Miranda aus Mass Effect 2 und Cassandra aus Dragon Age Inquisition. Und damit möchte ich kurz zu Jarl kommen. Das ist definitiv das Squad-Mitglied, über das wir noch am wenigsten wissen. Er ist ein Angera, das ist eine der 9 Rassen aus der Andromeda-Galaxie. Beim Design haben sich die BioWare-Entwickler hier wohl von Katzen inspirieren lassen und die ein bisschen spaciger, humanoider aussehen lassen. Von dem IMDb-Eintrag seines Synchronsprechers lässt sich ableiten, dass der vollständige Name von Jarl Jarl Amadarav ist. Durch Twitter-Posts wissen wir, dass auch Romanzen mit ihm möglich sind, oder streng genommen wurde gesagt, Sex wäre möglich, aber kommt ungefähr aufs Gleiche raus. Nicht bekannt ist, mit welchem Geschlecht, ob er für ein bestimmtes oder für beide zugänglich ist. Das einzige sonst noch Bekannte über Jarl ist, dass er ein Widerstandskämpfer ist. Wir wissen da auch nicht genau, wogegen der Widerstand sich richtet, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass wir da von den Cat, also den großen Oberbösewichten von Andromeda, reden.
Das dritte Squad-Mitglied ist der aus London stammende Liam Costa. Costa ist lateinamerikanisch für Stabilität. Es wäre also möglich, dass er eine spanische oder südamerikanische Abstammung hat. Er wird leicht wütend und ist eindeutig der idealistischste Begleiter der Gruppe, wie auch Entwickler Mark Walters bestätigt hat. Sein Ausrüstungsstyling ist das hellste der Gruppe. Es ist hauptsächlich weiß und blau gehalten, was von der Farbdeutung her wahrscheinlich Reinheit, Unschuld symbolisieren soll. Und gäbe es ein Paragon-System in Mass Effect Andromeda, dann wäre er wohl der perfekte Paragon. Über seine Fähigkeitenpalette ist leider wenig bekannt. Wir wissen, dass er der Taktikexperte der Gruppe ist und eine Fähigkeit hat, die sich Chaosangriff oder Havoc Strike nennt, die dann ähnlich funktioniert wie der Biotic Charge von Korra. Dabei springt er nach vorne und betäubt seinen angesprungenen Gegner. Squad-Mitglied Nummer 4 ist Nakmor Drek oder einfach nur Drek. Nakmor ist in dem Fall der Clan-Name. In den bisherigen Mass Effect-Teilen ist der Clan Nakmor mehr oder weniger untergegangen. Im zweiten Teil konnten wir eine dreiköpfige Gruppe mit dem Nakmor-Botschafter auf Tuchanka sehen, aber das war's auch schon wieder. Erstaunlich an Drek ist, dass er satte 1400 Jahre alt ist. Also wir wussten, dass Kroganer so um die 1000 Jahre alt werden, aber BioWare hat da nie wirklich so eine Zahl dran geklebt und 1400 ist definitiv das Höchstmaß, was jetzt bekannt ist. Wir reden hier also definitiv von einem sehr alten Kroganer, was aber nicht heißen soll, dass er nicht eine Kampfmaschine ist. Für mich ist das Erstaunlichste an Drek seine Ausrüstung, nämlich die Catbone Armor, die er trägt. Was bedeutet, er hat bereits scheinbar einige Feinde aus der Andromeda-Galaxie erlegt, sonst würde er keine Rüstung aus ihren Knochen tragen. Drek ist der Close-Combat-Experte der Gruppe, was im Deutschen einfach als Nahkämpfer übersetzt wurde. Ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Wir reden hier bei Close-Combat von Shotguns, aber natürlich kann Drek auch zuschlagen. Eine seiner drei aktiven Fähigkeiten ist Blutrausch oder auch Blood Rage. Das haben wir zum Beispiel bei Grunt schon in Mass Effect 3 sehen können. Normalerweise wird das durch Kampfgetümmel oder Schmerzen ausgelöst und lässt den Kroganer dann Schmerzen ignorieren. In Mass Effect Andromeda sorgt diese Fähigkeit aber scheinbar für gesteigerten Schaden, reduzierten erlittenen Schaden und eine Gesundheitsregeneration von Drek. Als zweite Fähigkeit besitzt Drek Incinerate, was ein Plasmaprojektil verschießt, das zusätzlichen Schaden an Rüstungen anrichtet. Und ist der Gegner nicht geschützt, dann hinterlässt es einen Feuerdot bzw. anhaltenden Feuerschaden. Die Fähigkeit kann außerdem genutzt werden für den Einstieg in eine Detonationskombo. Die dritte und letzte aktive Fähigkeit ist die Fleckenden. Dabei handelt es sich um kroganische Geschosse, die beim Aufprall in Schrapnelle zerspringen. Der Schrapnellschaden wird aber durch Rüstungen reduziert. Krogan Warrior und Grizzled Veteran sind passive Fähigkeiten, über die wir bedauerlicherweise nichts wissen. Es ist aber davon auszugehen, dass sie Fähigkeiten oder Waffenschaden verstärken werden. Gruppenmitglied Nummer 5 ist Peavey, was in dem Fall nicht von Peanut Butter kommt, sondern von Belisaria Bisaili. So oder so ähnlich sollte man den Asari-Namen hoffentlich aussprechen. Bekannt über Peavey ist, dass sie ungefähr so alt wie Liara in den vorangegangenen Mass Effect Teilen ist, das heißt so um die 100 Jahre von 1000, die so eine Asari alt werden kann. Das bedeutet ebenfalls, dass sie so ungefähr in der Pubertät steckt und ich hoffe, dass sie nicht wieder zu so einer Art Sexsklavin wie Liara in den vorangegangenen Teilen wird. Bekannt ist zumindest, dass Romanzen mit Peavey möglich sind, mit welchem Geschlecht ist noch nicht rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Science-Fiction-Serie Farscape kennt, aber ich möchte an dieser Stelle Peavey einfach mal mit Shiana vergleichen. Es ist wirklich erstaunlich, wie sich diese beiden Charaktere ähneln. Es scheint fast so, als ob BioWare einfach eine Asari-Version von Shiana produziert hätte. Das gilt sowohl für das noch verspielte Alter, den Schurkencharakter, das Styling, also Make-up, Kleidung und auch die Farbwahl. Wie dem auch sei, ist Peavey die Revolverheldin der Gruppe, die sich auf Biotik-Destabilisierung spezialisiert hat.
Mit ihrer Spezialfähigkeit Invasion kann sie die Verteidigung von Gegnern schwächen. Wie ein Virus infiziert sie Gegner mit einem VI-kontrollierten Maschinenschwarm, der auch auf benachbarte Gegner überspringt. Und das bringt mich zum letzten Squad-Mitglied, Vetra Nix, der weiblichen Turianerin der Gruppe und somit quasi dem Gegenstück zur Garrus. Vetra ist in der rauen Welt von Söldnern und Schmugglern aufgewachsen und soll wohl so eine Art Mutterfigur der ganzen Gruppe sein. Ihr Charakterprofil lässt vermuten, dass sie als Tank dienen soll und das sagt so ein bisschen auch ihre Spezialfähigkeit Power Armor oder im Deutschen Kraftrüstung aus. Damit bin ich mit den Charakterprofilen an für sich durch. Ich kann euch noch mit auf den Weg geben, dass jedes Squad-Mitglied eine einzige persönliche Quest in Mass Effect Andromeda haben wird. Und natürlich folgen sie euch bei den Missionen auf Schritt und Tritt, aber wenn ihr euch irgendwelchen Hubs nähert, also kleineren Städten, Ortschaften, dann mischen sie sich auch automatisch selbstständig unters Volk. Im Kampf könnt ihr diese Gruppe natürlich wie bisher auch kontrollieren. Das heißt, ihr könnt wieder Marker setzen, um sie an einer bestimmten Stelle zu positionieren, in Deckung gehen zu lassen oder ähnliches. Und man kann sie auch spezielle Feinde angreifen lassen, was dann durch ein Icon ihrer Person über dem Kopf demonstriert wird. Zur besseren Verdeutlichung hier vielleicht mal so eine kleine Übersichtsgrafik, die Icons sämtlicher Squad-Mitglieder. Selbstverständlich könnt ihr euch in Mass Effect Andromeda als Einzelkämpfer bewähren und selbstständig jede Kampfkombo auslösen, aber es ist doch wesentlich einfacher, das als Squad zu machen. Beispielsweise könntet ihr so als Squad Rider die Feinde mit Singularität in die Luft heben und dann Cora mit ihrem Biotic Charge reinstürmen lassen, um die Singularität zur Explosion zu bringen und die Feinde zu töten. Genau das gleiche funktioniert auch mit dem Cryobeam. Ihr friert also Gegner ein und lasst dann Cora wieder reinstürmen, um sie zu finishen. Selbstverständlich funktionieren diese Techniken auch umgekehrt, das heißt, ihr könnt auch euer Squad-Mitglied, eure Squad-Mitglieder etwas anfangen lassen, eine Combo beginnen und dann setzt ihr den Finisher. Ja, und das war's, was ich euch zur Squad erläutern wollte. Viel mehr habe ich an dieser Stelle nicht bekannt zu geben. Ich hoffe, das Video war einigermaßen aufschlussreich für euch. Falls es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video an dieser Stelle einen Like gebt, damit vielleicht noch 2-3 Leute mehr darauf aufmerksam werden. Und falls ihr noch an weiteren Mass Effect Videos interessiert seid, dann schaut einfach mal in unseren Channel. Wir begleiten das Spiel bereits seit Mass Effect 1. Und außerdem findet ihr dort natürlich auch Guides zu sämtlichen anderen Rollenspielen der letzten Zeit. In diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut!